Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, beim letzten Mal haben wir ganz kurz uns die Silbermine angeschaut, wo im Moment noch nichts zu machen ist, außer dass man da eben weitere Arbeiter erschaffen kann, um da schneller das Silber abzubauen, sage ich mal. So, wir checken mal kurz diese Fässer hier. Mit der Dame haben wir schon gesprochen. Wir sind jetzt in der Stadt. Wie sie heißt, habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben dieses Haus hier noch nicht untersucht und wollen dann zu diesen Menschenverrätern uns mal da in dem Laden umsehen. Ja, so viele Sachen zu kaufen, wahrscheinlich um so wenig Kohle, aber gut, das werden wir sehen, was da noch so zu machen ist. Jetzt unterhalten wir uns erstmal mit denen hier. Wir haben auch letztes Mal mitbekommen, was wir alles Schönes veranstalten können mit den Leuten hier. Nämlich, wir können sie nicht nur, wir können nicht nur mit ihnen labern, sondern auch noch sie aussaugen oder umwandeln. Aber erstmal reden wir mit allen, das andere machen wir später. Ich mag es nicht besonders, wenn Fremde in meinem Haus rumschnüffeln. Fassen Sie ja nichts an, sonst rufe ich die Wachen. Ja, ich fass dich gleich an. So, was sagt der gute Junge hier? Hallo, was wollen Sie in meinem Haus? Ich sammle Informationen. Informationen? Was denn für welche? Ich suche nach Diebesgesindel. Ach so, ja, dann suchen Sie mal gründlich, auch wenn Sie hier nichts finden werden. So. Das werden wir noch sehen, aber was finden werden hier. So. Hier ist nichts Wertvolles. So. Vielleicht oben. So, Uhr. Hier ist noch erstmal die Kisten aufmachen. Hey, gehen Sie sofort von meiner Kiste weg, sonst rufe ich die Wachen. Okay, okay. Ich glaube, dich müssen wir eliminieren, aber erstmal werden wir mal reden. Was machen Sie denn hier? Verschwinden Sie, Sie Bauerntölpel. Pass auf, was du sagst, Kleiner, sonst passiert vielleicht ein Unglück mit dir. Ich lasse mir doch nicht von einem armen Schlucker wie Sie drohen. Armen Schlucker? Ja, also ich glaube, der Typ ist das geeignete erste Opfer hier. So. Sorry, mein Freund, aber du bist jetzt... Ja, aussaugen oder in Gegenstand verwandeln. Ich würde sagen, Moment. Umwandeln. Es ist noch zu hell. Ach so, okay. Wann wird's denn dunkel hier? Na gut, dann gehen wir erstmal raus und kommen später wieder. Merken wir uns auf jeden Fall mal. So hell sieht's gar nicht draußen aus. Aber okay. So, hier haben wir noch ein Haus. Guck mal einer an. Und da ist noch ein Inn, da waren wir auch noch nicht. Da haben wir die Stadt noch gar nicht so groß zu Ende erkundet. Aber erstmal werde ich mir die Fässer da links ansehen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay. So. Guten Tag. Oh, lauter kleine Leute hier. Was ist los? Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Aber ich muss Sie leider bitten, wieder zu gehen. Danke, ich stehe gleich wieder. Keine Sorge. Warum sind Sie denn überhaupt hier reingekommen? Gute Frage. Ich schaue mir halt gerne Häuser von innen an. Ah, tolle Antwort. Bücher sind alle uninteressant. Okay. Hier steht nichts Außergewöhnliches. Ja. Er schaut sich gerne Häuser von innen an. Das ist auch mal eine tolle Aussage. Hey du, was machst du in unserem Haus? Nicht so frech, Bursche, sonst gibt's Ärger. Papa wird mich beschützen. Natürlich. Als Walner jetzt auch schon so einen auf harten Typen macht hier. Lustig. Na gut, hier gibt's anscheinend auch noch nichts zu holen. Vielleicht hier? Nein. Nein. Gut. Dann gehen wir wieder. So, was ist denn im Innen hier? Ja, kann ich wahrscheinlich mich pennen legen, ne? Ist klar. Weil wahrscheinlich kann man sich sogar umsonst hier pennen legen, wenn man die aussaugt. Guten Tag. Bei uns werden Sie eine traumhafte Nacht verbringen? Nein, danke. Ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Wie Sie meinen, aber bei uns gibt es die weichsten Betten der ganzen Welt. Okay.
Weil dann bist du ja auch nutzlos, ne? So. Haben wir uns das hier schon angesehen. Ich denke, ja, das waren wir schon. Ja, ich denke, dann können wir unten zu dem versteckten Eingang gehen. Moment, aber den Waffenladen haben wir noch nicht gefunden, ne? Wo ist denn der Waffenladen? Hier soll doch ein Waffenladen irgendwo in der Mitte sein. Oh, hier waren wir auch noch nicht, ne? Kann das sein? Alter Mann. Wenn Wallner jetzt in dieses Haus geht, passiert etwas ziemlich Dramatisches. Soll Wallner wirklich jetzt reingehen oder soll er sich erst noch weiter in der Stadt umsehen und sich eventuell noch weiter ausrüsten? Ach, der Enkel darf das jetzt entscheiden, okay. Sollte sich weiter umsehen, sage ich erstmal. Wie du meinst. Gut. Das ist gut, dass du mir das sagst, aber wo ist denn hier bitte der Waffenladen? Moment mal, im Osten hieß es, ist der Rüstungsladen. In der Mitte ist, soll der Waffenladen sein. Ah, da ist er. Alles klar. Gut, gut, gut. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Erstmal hier alles anschauen hier. Okay, hier ist nichts weiter. Hallo, schauen Sie sich ruhig hier um. Ich habe viele gute Waffen. So, ein Breitschwert, das haben wir ja bereits, ne? Oder? Im Inventar getragen eins, ja. Einfacher Säbel, Eisensäbel. Eisensäbel wäre nicht schlecht, aber wir haben zu wenig Geld. Kurze Krallen. Bringt nichts. Krumme Krallen. Ja, das ist hier für die Dame der Gruppe, für Elaine. Gut, hier können wir auch noch nichts machen, solange wir noch nicht ordentlich Kohle haben. Ein einfacher Säbel erhalten, okay. Aber ich glaube, damit können wir jetzt nichts anfangen, ne? Einfacher Säbel, ja, haben wir schon. Gut, könnten wir verkaufen gehen. So, dann suchen wir doch erstmal den Eingang hier von den Menschenhändlern. Menschenhändlern, sage ich jetzt schon. Menschenverkäufern. So, hier entsteht ein neues Haus. Bitte halten Sie Ihre Kinder von der Baustelle fern. Ja, gut. Und wo ist jetzt hier der Eingang? Hm, hier unter diesem Stein scheint etwas zu sein. Ah, alles klar. Na denn. Die Kiste dürfen wir bestimmt nicht ran. Das darf ja nicht wahr sein. Verschwinde sofort wieder vor dem Tresen. Okay. Hey, kauf etwas oder verschwinde. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Okay, Blutfiole plus Heiltranke. Das ist eine coole Sache. 50 LP, das können wir gut gebrauchen. Heilflasche, 100 LP. Eieieiei. Wundverband, ja, das ist dieses schwache Ding. Das brauchen wir nicht viel. Das kostet alles Kohle. Ja gut, da können wir noch nicht viel machen. Ist jetzt die Frage, was passiert, wenn wir da reingehen? Können wir hier eigentlich speichern? Können wir im Moment nicht. Draußen konnten wir aber, glaube ich, speichern, ne? Oder? Ich möchte... Mit dem Speichern ist so eine Sache, ne? Aber bevor ich in dieses Haus gehe, weil da hieß es ja, da passiert irgendwas Dramatisches, sollte ich vielleicht irgendwie speichern. Und obwohl, so viel haben wir ja noch nicht gemacht. Ich könnte das auch nochmal dann wiederholen. No. Gehen wir rein. Ja, wir wollen jetzt was Dramatisches erleben. Ja, weiter ausrüsten können wir uns nicht. Weil wir haben noch keine Kohle. Oder sollte ich vielleicht, nochmal rausgehen, ein paar Monster plätten und ein bisschen Kohle scheppeln. Aber das würde ich dann natürlich offscreen machen. Aber ich versuche es jetzt erstmal ohne. Das geht bestimmt schief, aber okay. Entschuldigung. Wie du meinst. Und dann noch das Gerücht um die Burg der Eldanes. Wir sollten einen Kundschafter schicken.
Denn es ist schon seltsam, dass sich die Familie schon seit mehreren Wochen nicht mehr schriftlich gemeldet hat. Und keiner ihrer Diener hat uns in letzter Zeit besucht, um Nahrungsmittel zu besorgen. Das ist wirklich merkwürdig. Vielleicht ist an diesem Gerücht was Wahres dran. Und die Familie wurde wirklich von einem Unbekannten getötet. Aber die Familie Aldanes hatte viele Diener, darunter auch fähige Krieger. Man müsste schon eine kleine Armee besitzen, damit man das Schloss übernehmen und die Familie ausrotten kann. Es kann doch nicht sein, dass wirklich niemand eine solche Armee gesehen hat. Wirklich sehr mysteriös. Ich werde gleich mal einen Kundschafter schicken. Maria! Ja? Was wünscht ihr, Bürgermeister? Schickt einen Brieftaube an den Hohen Rat und erzählt ihnen von den seltsamen Gerüchten um das Schloss. Wie ihr wünscht. Ihr habt Besuch, Bürgermeister. Oh, entschuldigt, wir haben gerade eine intensive Diskussion gehabt. Maria, schickt bitte die Taube ab. Sofort. Nun, was führt euch in mein bescheidenes Ambiente? Ach, wir wollen nur aufklären, was mit dem Schloss der Aldanes passiert ist. Ihr wisst, was dort passiert ist? Kommt näher und erzählt es mir. Aber gerne. Asghar, was soll das werden? Warte es ab. Sein Blick gefällt mir gar nicht. Und die Musik wird jetzt ziemlich laut. Gibt es Probleme? Probleme? Oh ja. Und was für Probleme? Verdammt, lass es, Asghar. Hören Sie, wenn Sie Probleme haben, dann kümmern Sie sich doch darum und lassen mich bitte in Ruhe. Asghar! Du verstehst es nicht, was? Du bist mein Problem. Was, wie? Okay, den Schrei brauche ich nicht nachmachen. Oha. Spinnst du? Du kannst hier nicht einfach den Bürgermeister töten. Wieso denn nicht? Ich hasse alle Bürgermeister. Shanna weiß das auch. Ah, Hilfe! Halt's Maul, du Hure! Oh, wei, oh wei, oh wei, oh wei. Drehst du das vollkommen durch, oder was? Willkommen bei deiner Feuertaufe, Walner. Kommt hoch, wir müssen uns noch um das Zimmermädchen kümmern. Elaine, was soll das? Ich bin genauso überrascht wie du, Walner. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja. Ich muss zu Asghar, okay. Wir kommen nicht wieder runter, also jetzt geht's ja hier ab, der... Ja, hat ein Problem mit Bürgermeistern, ist klar, ne? Weil der Bürgermeister aus dieser anderen Stadt hat ja seine... Also hat Elaine ja... geköpft, ja. Kann man dann ein bisschen nachvollziehen, aber dass er gleich so abgeht hier. Okay, hier ist verschlossen, hier kommen wir nicht rein. Wir müssen also auf jeden Fall Asghar hinterher. So, flieg, meine Taube. Bringe schön die Nachricht zum Hohen Rat. Huch, was machen Sie denn hier oben? Wir wollten eigentlich nur die Aussicht genießen. Kann es sein, dass Madame geschrien hat? Ah, du hast ein gutes Gehör. Sie hat tatsächlich geschrien. Denn ihr Mann hatte leider keine Zeit mehr dazu. Herr, ihr macht mir Angst. Ach, tue ich das? Bitte, Herr. Was zum Teufel machst du da? Walner, ich sagte doch bereits, dass dies deine Feuertaufe als Vampir ist. Vampire sind stark. Vampire sind mächtig. Zeige mir, wie mächtig du bist. Hör auf! Herr, zeig Erbarmen. Hab Mitleid. Ich habe zwei Töchter, bitte verschont mich. Elender Menschenbrot. Gnade, Herr. Bitte schrei so laut du kannst, bevor du dein Genick am Boden brichst. Wir wollen doch schließlich die Aufmerksamkeit der Wachen haben. Ah! So ist brav und nun verrecke. Du bist wahnsinnig. Na toll, und jetzt? 3, 2, 1. Da! Seht nur! Und da oben stehen noch die Täter.
Schnappen wir sie! Verdammt! Komm, Elaine, es wird Zeit zu verschwinden! Oh oh. So, Elaine, kommst du? Na schön. Oh, oh, mich lässt du hier, oder was? Es ist deine Feuerprobe, ihr lebend rauszukommen. Wir warten dann am Schloss auf dich. Du mieses Schwein. Vertraue auf deine neuen Kräfte. Ich weiß, du wirst es schaffen. So ein Arschloch. Na toll, dafür wird er büßen. Doch jetzt muss ich erstmal von hier wegkommen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt werde ich doch mal einen Speicherstein benutzen. So leid es mir tut, aber ich möchte hier... Es steht dir frei zu gehen, doch wenn du gehst, wird deine Seele mir gehören. Malex. Wieso gehen? Ich will ja nicht gehen, ich will ja nur speichern. So. Haben wir dich, Bursche. Wir verkünden hiermit die Todesstrafe für den Mord am Bürgermeister, seiner Frau und der jungen Maria. Falsch. Ich verkünde die Todesstrafe für euch. Schnappen wir ihn uns. Okay. Oh, weia. Vier Wachen auf einmal. Je weniger du dich wehrst, umso schneller sind deine Schmerzen vorüber. Okay, okay. Was machen wir jetzt? Wir haben nur 30 Lebensenergie. Ein Golem beschwören. Anders wird das hier nichts werden, wahrscheinlich. Scheiße, das können wir gar nicht. Das können wir gar nicht. Machen wir mal Blutsaugen hier. 16. Oh wei. Wallner weicht aus, Gott sei Dank. So, wir müssen... Also wenn ich jetzt Pech habe, bin ich tot. Ich muss mich jetzt heilen, das ist das Problem. Kann ich noch was anderes machen? Nee. Oh wei. Ja, heilen ist gut gesagt, ich hab gar nichts. 50 LP, ja. Muss ich jetzt wohl nehmen, ne, oder? Ach komm, ich mach noch ein, ich versuch's noch mal. Ich habe ja gerade gespeichert. Ich geh jetzt aufs Ganze. Und die nächste Wache. Ja, wenn sie blutet. Ah. Als Blutgeister erleidet ihr unendliche Qualen. Game over. Ja, super. Das war eigentlich klar, dass das jetzt passiert. Und genau deswegen habe ich ja vorher gespeichert. Das versuchen wir jetzt nochmal. Wieso habe ich... Ich habe nur 15 von 20 Blut. Warte mal. Kann ich... mit 20 Blut kann ich aber auch nichts Vernünftiges ausrichten. Golem beschwören kostet 40 Blut. Ich muss es nochmal versuchen und hoffen, dass ich mehr Glück habe. So. Soll ich vielleicht lieber einen Eisball versuchen, statt Blutsaugen? Vielleicht... Ich versuch's mal. Vielleicht klappt das besser. 16 AP, naja, ist auch nicht mehr als vorher. Wieder 17 von 30. So, der müsste jetzt... Alter, wie viel halten die denn bitte aus? Nee. Ja, das kann ich vergessen, das kann ich absolut vergessen. Das wird nichts werden. Die Wachen kann ich nicht besiegen. Das können wir total knicken. Wieso flackert das Bild eigentlich immer so? Frage ich mich gerade. Okay, jetzt sind wir wieder hier.
Ja, Leute, ich werde das jetzt nochmal machen hier, was ich gerade mit euch gemacht habe. Und dann werde ich etwas Geld farmen wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Denn ohne Ausrüstung sieht es scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Ja, ich melde mich dann wieder. Bis gleich. Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Ja, ich habe euch letztes Mal Mist erzählt, denn ja, wir können ja gar keine Fieder, also gar keine Währung hier von Monstern bekommen. Die bekommen wir ja durch den Verkauf von Silber. Und wie das jetzt funktioniert, haben wir noch gar nicht rausgefunden. Ich habe dafür allerdings Walner und Elaine jeweils auf Level 3 gebracht, also um 2 Level höher. Das sollte eventuell funktionieren. So, ich werde doch nochmal jetzt hier in diesem Laden noch irgendwas kaufen, was uns vielleicht beim Schutz hilft. Zum Beispiel den Lederhelm, den könnte ich mir noch leisten mit den 50 Fieder, den kann Walner auf jeden Fall gebrauchen, den kaufe ich jetzt mal. Nein, nicht nur einmal. Ein Lederschild hatte ich diesmal auch gefunden. In einer der Schubladen, wo ich letztes Mal was anderes gefunden hatte, glaube ich. So, Walner kann jetzt noch das Lederschild habe ich doch schon. Oder hat er das jetzt gleich angezogen? Ah ja, Lederhelm, genau, Lederhelm. Moment, stopp. Abwehr geht um einen hoch, naja, super. So, gut. Nach all der Mühe, sag ich mal, werden wir uns das Ganze nochmal geben. Allerdings erst im nächsten Part werden wir dann das Ganze nochmal versuchen hier. Alles andere habe ich wiederholt und nochmal gemacht. So, hier. Ja, besser vorbereiten kann ich mich eigentlich nicht, ne? Ich habe also alles, was geht im Moment. Ich habe jetzt 2 Level höher. Es wird trotzdem schwer werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Schloss zurückgehen könnten, theoretisch gesehen. Und, ja. Da irgendwie an Silber kommen und das dann zu verkaufen oder so. Aber das, ja, Schloss ist weit weg und bis wir da sind, haben wir viele Monster da. Es wird ein bisschen schwierig. Hier bin ich jetzt immer beim Level nur um die Stadt rumgelaufen und konnte halt jedes Mal schnell wieder reingehen, wenn es besser kritisch wurde. Na gut, aber wie auch immer, im nächsten Part werden wir dann sehen, ob wir es diesmal schaffen hier gegen die Wachen. Jo, bis dahin Leute, macht's gut, ciao, euer Jamie.